Danke, dass ihr euch das Recht nicht nehmen lasst, als freie, mündige und selbstdenkende Bürger den Mächtigen die Stirn zu bieten. Dazu, sein Gesicht zu zeigen und zu seiner Meinung zu stehen, trotz aller Beschimpfung und Diffamierung aus Medien und Politik. Unzählige freiheitsliebende Menschen in ganz Europa gehen in diesen Tagen auf die Straße, um sich gegen die staatlichen Übergriffigkeiten im Namen der Pandemiebekämpfung zu wehren. Wir alle haben allen Grund zu protestieren. Die etablierten Parteien, die Regierungsparteien, ebenso wie die sogenannte Opposition, hier die CSU, Markus Söder, Olaf Scholz, sie alle haben uns, haben ihre Wähler nach Strich und Faden belogen und betrogen. Vor der Wahl haben sie hoch und heilig versprochen, es gibt keine Impfpflicht. Nach der Wahl haben sie nichts Eiligeres zu tun, als genau diese einzuführen. Erst für Pflegekräfte, bald vielleicht für Lehrer und Polizisten. Und demnächst für jeden Bürger in diesem Land. Das lassen wir nicht zu! Das ist ein schäbiges und durchsichtiges Ablenkungsmanöver, liebe Freunde. Sie wollen ihre Fehler und Verfehlungen nicht zugeben, mit denen sie uns Tag für Tag, Monat für Monat an der Nase herumführen. Was haben Sie uns nicht alles versprochen? Wer sich impfen lasse, der sei lebenslang immunisiert. Oder 6 Monate. Oder nur 4. Oder auch nur 3. Dann kommt der Booster. Und vielleicht der 2. Oder der 3. Oder der 4. Wenn alle, die sich freiwillig impfen lassen, ein Impfangebot hatten, können die Maßnahmen aufgehoben werden. Oder wenn 60, 70, 80 oder 90% der Bevölkerung geimpft sind. Nichts davon ist wahr geworden, liebe Freunde, nichts! Absurder denn je! Jetzt brauchen Sie einen Sündenbock! Und das sind die Ungeimpften! Und das ist eine Schande! Die Ungeimpften sind die neuen Sündenböcke für das Versagen der Politik, die in den Lockdown geschickt werden oder zur Impfung gezwungen werden. Wie schäbig ist das? Kanzler Scholz sagt, er kenne keine roten Linien mehr. Was für eine Arroganz, was für eine Verachtung der Bürger und was für eine Verachtung unseres Grundgesetzes. Die roten Linien zieht das Grundgesetz. Es sind die Grundrechte, die jedem Bürger von Geburt an zustehen. Sie gehören uns. Sie werden nicht von oben nach Gutdünken zugeteilt. Und zu diesen Grundrechten gehört das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Wie das Recht, sich friedlich zu versammeln, wie wir das heute tun. Und wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Steht auch, die Würde des Menschen ist unantastbar. Lest das Grundgesetz.
Patienten zu einer medizinischen Behandlung gezwungen werden. Jeder hat das Recht, gegen so eine Zumutung zu protestieren und auf die Straße zu gehen. Grund- und Freiheitsrechte wurden im Parlament und auf der Straße erkämpft. Seit vielen Jahrzehnten leben wir in dem Glauben, dass uns diese Rechte niemand mehr nehmen kann. Das erweist sich als ihr Glaube in diesen verrückten Zeiten. Es braucht daher wieder das Volk. Es braucht den Bürger, um diese Rechte der Bürger zu verteidigen und erneut zu bekämpfen. Die Bewegung kommt von den Bürgern aus der Mitte der Gesellschaft, wie vor 32 Jahren in der DDR, liebe Freunde. Eine Partei kann eine solche Bewegung nicht initiieren. Sie kann die Bürger nur unterstützen. Und in Deutschland ist das die AfD. Der Bürger stehen und mit ihnen gemeinsam für die Freiheit und für unsere Grundrechte kämpfen. Leider gegen Regierungen, die völlig von diesem Kurs abgekommen sind. Die etablierten Politiker versuchen, die Bürger gegeneinander auszuspielen. Ungeimpfte gegen Geimpfte, zweifach Geimpfte gegen Geboosterte, Geimpfte und Genesene gegen Getestete und so weiter und so fort. Lassen wir uns auf dieses durchsichtige Spiel nicht ein. Lassen wir uns nicht spalten und gegeneinander aufhetzen. Genau richtig. Jeder Bürger hat unveräußerliche Rechte. Jeder hat Respekt und Achtung verdient. Gleichgültig, wie er sich in der Frage der Impfung entscheidet. Wo sind wir eigentlich hingekommen? Was machen die da oben? Es ist wichtig, für unsere Rechte einzustehen. Alles versagt im Bundestag. Versagt im Bundestag, weiter so! Kanzler Schröder, Scholz. Es passiert mir öfters, weil der Mann so unwichtig ist mit seinen 25%, dass so einer überhaupt Kanzler wird bei uns. Ich kann mir den Namen nicht merken. Kanzler Scholz mit seiner grün-roten-gelben Regierung diffamieren ihre Gegner als Extremisten, die man aus der Gesellschaft ausschließen muss. Scholz muss weg. Ich sehe hier und heute keine Extremisten. Ich sehe ganz normale Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, die sich um ihre Gesundheit Sorgen machen, die sich um die Gesundheit ihrer Kinder Sorgen machen. Und ich kann einfach nur sagen, Hände weg von unseren Kindern. Rührt sie nicht an. Wir sind nicht wenige, wir sind viele. Und wir werden immer mehr. Und wir sind keine Außenseiter, sondern wir kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Ich wünsche allen Teilnehmern hier einen friedlichen
und erfolgreichen Protesttag, der Zuversicht und Optimismus ausstrahlt. Wir sind nicht allein. Und die Gedanken unzähliger Deutscher und Europäer sind heute bei uns. Möge der Protest erfolgreich sein und die da oben lehren, dass sie mit Zwang und Unterdrückung nicht durchkommen werden. Ihren Familien ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, in dem wir weiter für unsere Rechte protestieren werden und wir werden immer mehr. Merkt euch das. Wir werden immer mehr. Und wir gehen auf die Straße. Und jetzt möchte ich das Wort übergeben an meinen lieben Kollegen Tino Chrupalla, der sich auch sehr gefreut hat, hier heute sprechen zu können.